Hallo meine lieben Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen jetzt zur vierten Folge von Krass Klassenfahrt Staffel 6 mit dem Titel Daddy hat was mit der Lehrerin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin jetzt sehr, 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 sehr gespannt. Ich freue mich. Ihr kennt ja schon die ganze Staffel. Ich muss immer auf die Folgen warten. Ich habe aber Bock. Von daher, lass uns weitermachen mit Folge 4. Hier sehen wir nochmal unterstützt durch Produktplatzierung Rhino Shield. Und die Folge geht sogar fast 13 Minuten. Können wir jetzt? Ja, einen Moment noch bitte. Ich will meine Tochter sprechen. Und vielleicht sollten wir, ich glaube auch, erstmal getrennte Wege gehen. Noch einmal so eine Aktion. Oh, so traurig mit den beiden. So, los geht es. Ich freue mich. Ich hab Bock auf die Folge. Wie immer. Oh, da haben wir die neue. Ja, wie hieß sie nochmal? Cordula. Hey. Oh, hey, wer seid ihr denn? Wer bist du? Okay. Wer bist du? Und wie siehst du aus? Und? Mädchen, ich rede mit dir. Ich verlange eine Antwort. Was hast du da an? Das normale Hemd. Kennst du überhaupt sowas wie Autos? Oder kennst du hier nur die Esel? Ja. Fatima. Ja. Fatima, es reicht. Guck mal, wie sie aussieht, Tara. Es reicht jetzt, Fatima. Na, was willst du jetzt? Warum seid ihr alle so drauf? Lass uns einfach gehen. Ja, lass mich durch. Man sieht sich. Tut mir total leid. Alles gut. Das erinnert mich gerade so ein bisschen von der Geschichte her an. Wie hieß er jetzt nochmal? Ich wollte Joel sagen, aber ich weiß gerade nicht mehr seinen Namen. Jedenfalls der doch aus Staffel 1. Ich komme nicht mehr auf seinen Namen. Ich komme gerade echt nicht mehr auf seinen Namen. Mit denen doch Hannah was hatte. Ihr erstes Mal. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht mehr drauf. Ihr wisst ja, wen ich meine. Ich komme gerade echt nicht mehr auf den Namen. Joel, Jo? Nee. Nee. Wie hieß der? Ich komme nicht mehr auf den Namen. Aber das erinnert mich gerade nur so ein bisschen daran. Ich schwöre dir nochmal, das ist jetzt schon mal... Oh nein. Daddy, lass ihn bitte los, bitte. Haben wir uns verstanden, Kollege? Er ist der Einzige, der zu mir ist. Bitte lass ihn los, okay? Jetzt reicht's wirklich. Bitte, bitte. Es ist wirklich jetzt Zeit zu gehen, jetzt reicht's wirklich. Er ist wirklich der Einzige, dass er der Letzte geht zu weit. Es sieht nicht danach aus, als wäre er nicht gewesen. Nicht wirklich. So. Er hat nichts getan. Es reicht jetzt. Kollege, wenn das so ist, dann kümmere dich gefälligst um meine Tochter. Haben wir uns verstanden? Wie seine Adern hier so. Tschüss, Marcel, mach's gut. Tschüss, Daddy. Wahnsinn, das Ganze hier wirklich. Aber... Hortensia, Georg, in 30 Minuten treffen wir uns unten im Wohnzimmer. Es gibt die ersten Gruppenaufgaben, ja? Wirklich, das Ganze ist echt der Wahnsinn. Liebe Gruppenaufgaben. Ich hoffe, es gibt ein spannendes Projekt über das Ökosystem im westlichen Europa. Das wäre natürlich klasse, weil es gibt ja schon alleine 800 verschiedene Eichengattungen. Soll ich sie mal aufzählen? Irgendwie ist es mir schon unangenehm. Echt? Gibt es so viele verschiedene Eichengattungen? Das will ich wissen. Eichengattungen. Ha! Es gibt nur rund um die 350 verschiedenen Eichengattungen. Nicht 500! Nehmen, dass mein Vater jetzt hergekommen ist. Aber auch süß. Ich bin froh, dass ich ihn hab. Ihn und Georg. Obwohl ich glaube, ich hoffe nicht, dass Georg das war mit dem Einspielen, aber ich habe so ein Gefühl mit... Ich habe mich gerade von Olivia getrennt. Nein, Digga, das ist deine Chance. Nach 10 Jahren kannst du endlich bumsen, Mann. Oh Mann, Digga, du weißt, ich hatte noch nie Sex. Ja, deswegen. Und außerdem, nein, ich will Olympische Spiele, ich muss mich auf Sport konzentrieren jetzt. Bro, du brauchst andere Ziele im Leben. Ich stehe gerade kurz vor meinen goldenen 1000. Ich habe jetzt mit 998 Girls geschlafen. Ja, du übertreibst auch. Bevor ich jetzt Frau Bra oder Lorena mit einem von den beiden schlafe, brauche ich noch eine billige Nummer. Fatima, easy. Warte mal, easy. Du hattest doch schon was mit Fatima. Nein, Fatima, das war nur Mund im Spiel, du weißt. Aber das zählt nicht. Ich weiß leider nicht, Digga, ich weiß leider nicht. Wieso liebst du diesen Typ mit den Nikes? Die beiden, Stanley, so geil. Du hast ja sogar Nikes an. Ich heiße Stanley, nicht Stanley. Oh, Wahnsinn. Was geht?
Yo, yo, yo. Hört ihr auch über Chicks? Echt. Könnt ihr uns einfach in Ruhe lassen? Wir sind gerade. Ja, wir haben auch voll viele Chicks. Wir sind gerade Männer mit Chicks. Jungs, echt, ey. Hau mal ab, bitte. Geh mal. Ja, Jojo, hau mal ab, ehrlich. Du auch, Digga. Du auch. Das ist ein ernsthaftes Gespräch. Jetzt lass uns doch mal. Ey, komm, lass uns doch auch noch zusammen abhängen. Was das heißt? Wir sind zwei Männer gerade. Komm, ey, haut mal ab jetzt, Alter. Komm, hau ab, Alter. Was willst du? Hau ab. Was willst du? Was willst du? Geht jetzt. Was willst du? Besser ist es. Mein Gott, Alter, was wollten die denn? Lass uns einfach in Ruhe lassen, ohne Witz. Ehrlich, mit der Art und Weise. Die mobben sich selbst. Nicht wir mobben die, die mobben sich. Mit der, wie die sich verhalten, ist lächerlich. Nein. Oh, ja. Ganz ehrlich, Stanley Fly ist doch lächerlich. Oder, ey, komm, zeig mal. Okay? Okay. Stanley und Fly, beide sind high. Denken sind Fly. Doch eigentlich keinerlei von beiden. Warte, warte! Die beiden sind drollig. Die beiden sind drollig zusammen. Das ist heiß. Das gefällt mir. Ah, die beiden. Hey, Lorena, was ist los? Ich bin genervt von meinen Eltern, von der Schule und dem ganzen Lernen. Das ist für mich sowieso unnötig, weil ich ja eigentlich Fotografin werden will und meiner Leidenschaft folgen will. Und wozu soll ich dann das Ganze lernen? Und das Notensystem, das ist sowieso für den Dreck. Und ich werde mich auch niemals unterordnen lassen. Das bin ich einfach nicht. Mein Nacken tut weh. Ich weiß das, ich kenne dich ja auch so. Und ich weiß auch, dass du deinen Weg gehen wirst. Vor allem nach der Schule. Und daran musst du denken. Daran musst du glauben, dass du einfach deine Träume nach der Schule verwirklichen kannst. Zieh jetzt einfach noch durch und dann schaffst du das. Ja, du hast recht. Aber es ist halt manchmal schwer. Ich weiß. Ja, bei mir ist es auch gerade schwer. Mit mir und Fly. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen. Oh Mann. Ich glaube, ich habe ihn verloren, weil ich keinen Sex mit ihm wollte. Nein, aber du hast absolut die richtige Entscheidung getroffen. Dich zu nichts drängen lassen, du hättest es nicht besser machen können. Das war genau richtig so. Wirklich. Ich kann Fly ja voll nachvollziehen. Ich will ja auch wissen, wie sich Sex anfühlt. Kannst du mir vielleicht erklären oder mir erzählen, wie sich's anfühlt? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die anderen warten schon im Gemeinschaftsraum, deswegen später. Ja. Zwei sehr interessante Charaktere. Und Olivia habe ich irgendwie sowieso echt schon so ins Herz geschlossen. So den Charakter, aber auch eben Chani an sich selbst. So, hallo. Schön, dass ihr schon da seid. Geht's euch soweit gut? Ja, super. Okay, schön. Ich habe die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Ihr seid Gruppe B. Gruppe A habe ich jetzt mittlerweile schon losgeschickt. Es geht um einen Wettbewerb, um die Umwelt. Richtig so. Für die Umwelt und für die Bäume. Georg. Wer die beste Idee hat, wie man die Umwelt schützen kann, hat gewonnen. Ihr habt bis heute Abend Zeit. Oh, kurze Frage. Ich habe heute Abend Geburtstag. Mhm. Dürfte ich feiern? Fly, ich war auch mal jung. Die Gruppe, die beste Idee hat, bekommt ein Kasten Bier. Ja, jetzt Aufmerksamkeit bitte. Und zwar, jetzt teilen wir euch in zwei Gruppen Mädels und einmal die Jungs hier rüber. Okay, und dann könnt ihr loslegen. Da bin ich mal gespannt. Na, da bin ich aber gespannt, ob das überhaupt zu einem Ergebnis kommt. So, oder waren wir hier? Hortensia, bitte, bin ich dazu? Georg, Hannes. Echt? Super. Dann bin ich mal gespannt und wir treffen uns dann nochmal am Abend, okay? Tschüss. Viel Spaß euch, gell? Mir tut jetzt schon wieder Hortensia leid. Oh Gott, der Titel. Oh, hallo. Hallo. Gut versteckt. Ja. Hier werden uns die Schüler nicht finden. Und dann? Eigentlich Stroh. Wait. Was war das? Schüler nicht finden. Erst den Spiegel zu füllen, was irgendwie gar nichts bringt, außer man hätte die im Spiegel gesehen, dann sag ich okay. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Und dann der Satz, warum liegt hier eigentlich... Das macht so gar keinen Sinn. Aber du sag mal, bist du eigentlich wirklich jetzt geschieden oder... Sind wir jetzt schon per Du? Wollte ich auch gerade sagen, haben Sie sich schon geduzt? Ja, schau mal, schon lange. Ah, okay, das ist gut, natürlich. Ich meine, für unser Verhältnis.
das zu wissen. Aber mit Muskeln und so kennst du dich ja auch aus. Also man. Bisschen, ja. Okay, ja. Weil ich in der letzten Zeit. Habt ihr das gesehen, wie geil der die Brustmuskeln bewegt hat? Ja, komm, das muss man sich nochmal ansehen. Hier, ja, guck mal. Auch aus. Also man. Ja, bisschen, ja. Okay, ja. Weil ich bin wirklich in der letzten Zeit mega verspannt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, bei der Klasse, die du da hast, ja, ist es schon anstrengend, ne? Ja. Ja, meine Problemzone ist eigentlich mein Gluteus Maximus, also das ist wirklich Pobacken, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob du da irgendwie irgendwas empfehlen kannst oder vielleicht eine kleine Massage oder so, irgendwas. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, klar. Okay. Schauen wir, was machen. Vor allem aber auch der Satz, ich bin lange geschieden, hat den Ring 30 Sekunden zuvor erst abgenommen. Und das ist wirklich der ultimative Trick. Also, ich erkläre es euch nochmal. Ja. Wenn ihr euch eine Handyhülle von Rhinosheet besorgt, ja, und die um euer Handy macht, ja, dann kann euer Handy nicht mehr kaputt gehen. Es ist quasi resistent. Und dann spart ihr euch, wenn es euch runterfällt, ein neues zu kaufen. Das spart Ressourcen und es ist Umweltschutz. Das klappt nie. Doch. Gib mir mal dein Handy. Gib mir dein Handy. Ey, wenn das kaputt geht, ja, ne? Ja, ich halte es. Okay, also, ich mache jetzt die Schutzhülle drum. Wow. So. Okay. Bist du bereit? Noch funktioniert es? Und auch gleich wird es noch funktionieren. Wer ist jetzt nicht auf dem Boden, auf keinen Fall. Nein. Was ist das denn? Oh mein Gott! Das muss kaputt sein. Was? Das hat nicht mal einen Kratzer. Das ist der absolute Oberhammer! Das ist ja Wahnsinn. Es ist komplett heil! Typisch Rhino-Shield. Oder was heißt typisch, aber ist ja Rhino-Shield. Das müssen wir fürs Umweltprojekt einreichen. Das müssen wir sofort Frau Brat zeigen. Eine Frage. Findet ihr es nicht komisch, dass das Kenneth immer nur da dann ist, wenn Timmy nicht da ist? Das ist ja... Darüber nachgedacht, tatsächlich. Finde ich nicht so komisch. Finde ich nicht so kisch. So cool. Ich meine ernsthaft, Leute. Erst ist Rhinosheet der Sponsor von meiner absoluten Lieblingsserie Krass Klassenfahrt. Und jetzt beschützt diese Hülle auch noch Stanleys Handy so, dass sie nicht kaputt gehen kann. Das ist der absolute Wahnsinn. Boah. Da muss ich jetzt wieder so voll meine Gedanken sortieren, denn jetzt passt auf, jetzt wieder so völlig über Eck gedacht. Jojo hat gesagt, ich liebe Rhinosheet, ich kenne es aus meiner Lieblingsserie Krass Klassenfahrt. Krass Klassenfahrt ist für ihn eine Serie, die er schaut. Wenn man jetzt annimmt, dass Staffel 6 eine Parallelwelt ist, macht es Sinn. Umgekehrt keinen Sinn, dass Staffel 1 bis 5 so gesehen die Parallelwelt ist und das hier so gesehen Realität, macht keinen Sinn. Außer es hat hier wirklich mit Zeitreisen zu tun und dass hier die Welten fast gleichzeitig ablaufen, aber erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Deswegen, ich musste da jetzt gerade so ein bisschen die Verbindung zu Lost suchen. Dann, wenn man Lost geschaut hat, die letzten beiden Staffeln, kommt man bei Zeitsprüngen und Zeitachsen und so super mit. So, wie läuft's bei den Mädchen? Hortensia. Und Mädels, irgendwelche Ideen für den Wettbewerb? Irgendwas? Ich hab Bock drauf. Ja, entspann dich. Einen Bierkasten zu gewinnen wäre doch richtig gut. Schlag doch was vor. Wow. Beruhigt euch mal. Anstatt irgendwie was vorzuschlagen. Was wäre denn zum Beispiel mit einer veganen Biomensa für die Schule? Ja, oder wir fangen an mit recycelbarem Papier für die Klassenarbeiten. Oder wir fahren mal mit dem Fahrrad zur Schule, wäre ja auch ein Anfang für die Umwelt. Ganz ehrlich, dann weiß ich es auch nicht. Also, alle beschweren sich über den Klimawandel oder leugnen ihn sogar, aber dann postet ihr traurige Emojis, wenn der Regenwald in Flammen steht oder die Kängurus zu Asche zerfallen in Australien. Aber den dekadenten Lebensstil auf gar keinen Fall aufgeben. Also sorry, aber keine Ahnung, was man da machen soll. Da klatsche ich mal, da klatsche ich wirklich. Toll, dass man diesen Aspekt hier mit eingebracht hat, weil das ist ja wirklich so. Wir schicken eher so traurige Emojis, kommentieren, schreiben im Internet über die Themen, anstatt selbst was anzugehen. Wir alle wissen, was aktuell auch noch abgeht, neben, in dem Sinne, Klimawandel, der Coronavirus. So, das jetzt aber mal so beiseite gestellt.
die Politik hat sehr, sehr lange bestritten, wir haben hier keinen Klimawandel. Oh nein, nein, nein. Aber man sieht doch, wie in Australien oder auch auf anderen Kontinenten, was abgeht, was mit dem Wetter ist. Das ist ein Klimawandel. Und anstatt, dass jeder was dafür tut, nein, wie Hortensia gerade richtig gesagt hat, eher so traurige Smileys, anstatt selbst die Hand anzupacken und zu sagen, so, ich mach was. Also von daher, tolles Statement. Nein, bestimmt einer von den Schülern. Kannst du bitte aufmachen? Und dann soll er aufmachen. Oh. Oh, wie geil, das ist er so in diesem Handtuch. Hoppla, ich muss mit ihm. Hortensia. Daddy. Pass auf. Mit meiner. Was soll das? Es hat sich einfach so ergeben. Was ist mit Mama? Ich glaub's nicht. Ich werde ihm einen Blowjob geben. Und das dabei filmen. Was? Warte mal. Alles Gute. Es ist bestimmt ein bisschen zu kalt. Ich glaube nicht, dass ich einen hochkriege. Wir kriegen das schon hin. Hi. Na? Hä? Hä? Jetzt will Fatima was von Jojo? Oder küsst ihn? Auch bestimmt einfach nur wieder, um Stanley eifersüchtig zu machen. Was sonst? Ja. Und Tesla will Timmy einblasen. Okay. Und Fly kriegt eine Sexpuppe geschenkt. Auch wenn er mit Olivia nicht mehr zusammen ist, ich frage mich, wie ihre Reaktion darauf ist. Das alles und viel, viel mehr erwartet uns also Montag. Ihr wisst schon, was passiert, ich nicht. Wir haben jetzt aktuell ein Drittel durch. Sprich, jetzt muss ich rechnen, heute in 4 Wochen, außer ich bin jetzt blöd, kommt für uns das Finale. Ich freue mich jedenfalls drauf. Auch in etwa so einem Monat kommt ja das neue Format. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich glaube, die Liebesvilla oder so heißt das. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Werden wir auch drauf reagieren. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst also sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet zu meinen neuen Videos, die dann kommen. Morgen kommt die Reaktion zu Georgs Tagebuch. Ich habe sie jetzt heute und gestern vergessen. Morgen kommt die für euch, deswegen. Und mir bleibt demzufolge nichts mehr weiter zu sagen als Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.